Willkommen zurück auf meinem Kanal. Looks like there are others out there in need of help. Ja, genau. Ich mache jetzt mal so eine spontane Aufnahme. Ich nehme jetzt hier einfach mal irgendwas. Was haben wir denn hier? Profi, Farmhaus, kennen wir ja schon. Ich habe schon mal ein Video eingestellt. Wollen wir mitnehmen? Wollen wir nichts mitnehmen? Ach komm, wir nehmen mal mit. Thermometer nehmen wir mit. Sanity Pillen zweimal, Bewegungssensor nehmen wir einmal mit, eine starke Taschenlampe auf jeden Fall, ein Stativ, Räucherstäbchen einmal, Salz brauche ich nicht, Geisterbox habe ich schon, Videokamera, die dürfte auch schon drin sein, Kruzifix nehmen wir einmal mit, eine UV-Lampe haben wir, eine Kerze brauchen wir jetzt nicht, aber ein Feuerzeug, noch ein Fotoapparat und das war's. So, dann sind wir bereit und starten mal direkt durch. Oder auch nicht. Er lädt. Und er lädt. Immer diese letzten 10%. Ja, Rennen ist nicht immer die beste Option, aber manchmal der einzigste Ausweg. Hey, hat's geschafft. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Ja. Machen Sie. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Brauchst mir nichts erzählen, Junge. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Ich sag doch, da brauchen wir nichts erzählen, ich weiß das schon. So, wir sollen ein Foto machen, Bewegungssensor und Wasser, also dreckiges Wasser. Linda Brown, den Namen schreibe ich mir aus, sonst vergesse ich ihn eh wieder. Da hab ich ihn schon. Linda Brown, ne? Brown. So. Ja, ob die auf alleine oder auf Gruppen reagiert, das ist jetzt einmal Sheet egal. Wir machen uns hier jetzt richtig schön fertig, machen wir uns hier. Bewegungssensor haben wir auch. Bewegungssensor, dann haben wir MF und auch EMF. Thermometer, also Kamera, Thermometer und Bewegungssensor nehmen wir jetzt erstmal mit. Aber das bringen wir nicht rein, sondern das stellen wir vor die Tür. Wir sehen uns gleich. Das war ja mal ein Ding. So, letzte Tour. Letzte Tour, wir werden jetzt mitnehmen Pillen, Taschenlampe. Was hatte ich da gelassen? Pillen, Taschenlampe, gut, ne? Ah, okay, ich muss doch noch einmal laufen, dann. Um mir die Taschenlampe noch zu holen. Ja, obwohl. Machen wir das anders. Taschenlampe. Und dann gehen wir schon rein. Die Pillen können wir nehmen, wenn wir soweit sind. Die legen wir auch hier vorne hin, zack. Also wer es jetzt gerade gesehen hat, mein EMF ist schon drin. So, wir nehmen mit Thermometer, ganz klar. Buch. Ja komm, Thermometer und Buch. So, dann geht's los. Wir sind jetzt hier im Farmhaus, Bleasdale Farmhaus auf Profi. Ich sehe da hinten schon eine Voodoo-Puppe liegen. Sehr schön. Können wir gucken, wo der Geist ist. 13 Grad in der Foyer. Hier haben wir Knochen. 13 Grad hier. Ah, hier habe ich was gehört. Hier habe ich doch was gehört gerade. Oder kam das von oben? Oder kam das vielleicht von oben?
kam von oben. Ne, hier. Perfekt. Das ist genau hier. 8, 9, 10, 10. Ja, alles gut. Ich mache schon nicht an. 6. Jetzt im Übrigen tickt, das ist nicht die Zeit, die im Wagen ticken würde, weil bei Profi gibt es keine Zeit. Also hier ist man direkt im Geschehen. Dann werden wir jetzt mitnehmen diesen hier und wenn das mitkriegt, den hier. Werden wir nochmal schön reinbringen. Sehr schön, hat schon mal ins Buch geschrieben. Da ist auch schon mal eine halbe Miete. Das ist schon mal eine halbe Miete. Setzen wir den hier. Bei Bewegungssensoren immer bitte darauf achten, wenn ihr das Spiel spielt, so tief wie möglich. Weil wenn ihr Kinder habt oder jetzt einen Kriecher, da oh, und ich habe meine Kamera nicht dabei. Okay, es ist eine erwachsene Frau. Verdammte Hacke, da ist die jetzt schon da. Ich habe noch nicht mal eine Kamera dabei. Ja, das ist jetzt doof. Dann muss ich jetzt mehrfach laufen. Die Kamera. Fotokamera. Foto dabei. Okay. Dann hat sie gerade eben damit was gemacht. Wollen wir jetzt auch direkt mal nachgucken. Also das, was ich jetzt noch mit genommen habe, ist die UV-Lampe. Okay, sie hat Licht schon wieder angemacht. Nice. Nein, Quatsch. Das habe ich angemacht. Das labe ich hier. So. Oh, Gefriertemperatur. Diesmal habe ich dich. Foto vom Geist, sehr schön. Sehr schön, die singt. Die singt für uns heute. Das ist eine Sängerin. Was hat sie dir eigentlich ins Buch geschrieben? Leider. Wow. Okay. Das ist einfach nochmal ein Lob. Also die ist, glaube ich, auf dem Weg zum... Ja, geil. Ich habe zwar kein Dings für die Tür, kein Schlüssel, aber geil. Mega. Feier ich gerade. So. Das feier ich ja mal gerade übelst. Was ist denn jetzt? Tastatur gesucht. So. Wir schauen jetzt erstmal nach Orbs. Nach Geisterorbs. Sanity 66%. Na, warte mal.
Pille, auch wenn es nicht nötig war. Ich wollte nach Geisterorbs gucken. Ausgerechnet da macht ihr das Licht an. Sehr schön, wäre verbunden, wenn du das Licht wieder ausmachen könntest. Da muss ich nochmal rein. Wahrscheinlich mit einer Audiobox. Gehen wir mal in das Bibelbox rein, aber vorher. Einmal eintragen die Beweise. Wir hatten Geisterbuch und Gefriertemperaturen. Sehr schön. Was bleibt da übrig? Dämon oder Jurei? Dämon oder Jurei? EMF Level 5 und Fingerabdrücke, ne? Ne, Geisterorb. Geisterbox, okay. Dann nehmen wir jetzt die Box mit, damit wir das dann ausschließen können und danach gucken wir, was wir sonst noch so haben. Und so, da wir jetzt einen tollen Eingang da an der Seite haben, werden wir den noch direkt mal nutzen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Dämon? Warum bist du hier? Fühlst du dich einsam? Okay, also wenn wir so eine Situation haben und man alleine ist, am besten nichts überstürzen. Kann ja noch sein, dass hier irgendwann antwortet. Gehen wir jetzt erstmal nach den Orbs weiter schauen. Außer die macht dann wieder Licht an. Licht, Licht, Licht. Also bei einem Orb wäre es ja jetzt dann eindeutig ein Jurei. Ich habe, glaube ich, in einem Video von mir, habe ich, glaube ich, am Ende mal gesagt, Juri, es ist ein Juri, aber es ist kein Juri. Ja, das Ziel 4 können wir eigentlich auch überspringen, wenn wir wollen. Ja, da ist ein Geisterorb gewesen, habt ihr gesehen, genau. Da unten, wo ich jetzt hindurchte, in die Ecke, da war gerade einer. Wieder. Und jetzt ist er links, boah, schön. Und weg ist er. So, dann tragen wir mal ein. Geisterkugel und wir haben den Jurei. Dann Wasser, Waschbecken, 93% habe ich noch. Da würde ich sagen, ich bin heute mal schnell unterwegs. Da würde ich sagen, ich bin so schnell unterwegs. Was haben wir denn für Bilder? Drei Geisterbilder und eine Interaktion, okay. Ich könnte jetzt noch nach dem Knochen suchen. Und nach dem Knochen eben suchen, ne? Was ich da noch machen kann, weiß ich nicht. Ausräuchern, Kruzifix brauche ich anscheinend nicht. Hey, der hat hier eh, der hat eh Strom ausgemacht. Passt ja da. So. Ich mach Strom auf jeden Fall wieder an. Weil ich will jetzt was sehen. Stimmt, ich habe auch noch eine Voodoo-Puppe. Meine Güte, ey.
Heute ist mal wieder der Wurm drin, du, wa? Ne, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich weiß nicht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das Spiel gerade nicht ganz so flüssig läuft. Ich habe aber nur das Gefühl. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Da kommen wir mal auch eine. Fotografieren wir mal. Bringt die überhaupt was? Ja, bringt was. Alles klar. Dann fotografieren wir die unten auch noch. Ne? Das hier ist, glaube ich, der Schlüssel. Ja, das hier. Genau, das ist der Schlüssel für die Tür da unten, die jetzt so verbuggt ist. Da ist doch der Knochen. Das Foto. Voll auf die 12. Ja. So, jetzt nach unten gehen, Foto machen und dann raus die Maus. Gibt's hier nichts mehr zu holen. Das Bild. Schmeiß doch deine Kamera nicht weg, Junge. Mach ich denn hier? Jo, zählt auch. Alles klärchen. Pupärchen. Also, das war ja jetzt mal eine wirklich gemütliche Runde. Farmhaus. Kann mich nicht beschweren, ey. Sehr schön. Alles 1A. Oh, ich hab. Ja. Leute, wenn man Level 280 ist, oder über Level 280, und man gerade irgendwie seine erste Aufnahme mit so einer Kamera macht dazu, wo man mich sehen kann. Da kann man auch mal was vergessen, ne? Also habe ich mal eben vergessen, das EMF aufzustellen. Aber egal, wir brauchen es eh nicht. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, warum geht der Andi denn jetzt nicht her da und macht da Ziel 4? Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken? Kann ich dir sagen, mein Freund. Entweder es dauert einfach zu lange, bis irgendwann mal dieses dreckige Wasser kommt, oder es kommt gar nicht. So, wir werden auf jeden Fall jetzt abfahren, weil, wie gesagt, also nicht wie gesagt, sondern es lohnt sich einfach nicht, ja, jetzt hier so lange zu warten, bis das hier alles so läuft, wie es laufen soll. Oder sollte. Kräftig daddeln. Das ist kaum gut. Jetzt eh vorbei. Jetzt ist eh vorbei. So, dann gucken wir mal. Das war für eine Single-Runde fast schon zu gut. Versicherung, $10. Frag mich nicht, warum ich jedes Mal, wenn ich alleine spiele, $10 Versicherung kriege. Ich dachte immer, man kriegt Versicherung, wenn man gestorben ist. Aber anscheinend ist das ja wohl nicht der Fall. Na gut, warte, wir gucken mal. Looks like there are others out there in need of help. Naja, privates Spiel. Mach mal da. So, was haben wir hier? Fortgeschritten. Tanglewood. Street House. Komm, machen wir noch ein Street House. Dann habe ich das auf meinem. Auf meinem Kanal. Ja, auf meinem Kanal habe ich das dann auch mal gezeigt, das Street House. Klar, ich fange jetzt hier mit Anfänger an, aber. Habe ich beim.
Farmhaus eigentlich auch. Nein, ehrlich gesagt, ich habe bei Farmhaus habe ich mit Fortgeschritten angefangen, habe danach das Anfänger als Anfänger gemacht. War sehr logisch die Reihenfolge. Ja, dann fangen wir jetzt schon mal das Street House an. Wir sind bereit und starten die nächste Runde. Ich will nur hoffen, dass die Aufnahme dann auch funktioniert. Momentan sieht es noch echt gut aus, was ich hier vertreibe oder betreibe. Ich versuche mich anzupassen, ne? Wer mich im Übrigen fragt, wie spät es hier ist, wir haben noch gar nicht so spät, 11.34 Uhr, wenn man es erkennen kann. Please be careful. Junge, ich bin auf Anfänger hier. Oh, jetzt ruckelt es aber wirklich ein bisschen. Da mache ich aber mal einen Schnelldurchgang, ne? Da mache ich jetzt wirklich mal einen Schnelldurchgang. So. Ich leg mir alles wieder hier hin. Eigentlich. Ach, schon wieder dreckiges Wasser. Mega. Ich liebe es, dreckiges Wasser. Da kannst du so viel mit anfangen. So, zack. So. Zack. Bewegungsmelder und das Buch. So. Dann gehen wir mal hier rein. Boah, ruckel, ruckel, ruckel. Was ist los, ey? Schneller ran, ne? Rein, Raum finden, freuen. Vorbereitungszeit oder wie war das? So, einmal die Hände leeren. Und zeigt er sich jetzt gleich direkt, wo ich noch keine Kamera dabei habe? Der ist aber die ganze Zeit immer bei mir, ne? Also ungutes Gefühl macht er mir. Ich muss aber eh nochmal. Da krieg ich Augenkrebs bei. Also bis gerade eben ging's noch. Thank you.
Mehr wollte ich gar nicht. Hier oben. Ich weiß ja, dass der Geist unten ist. Er ist auf jeden Fall gerade schon mal durch den Bewegungssensor gelaufen. Das ist schon mal gut. Dann wissen wir, er ist da. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Okay. Er hat zweimal reagiert. Haben, ne? Ein Orb oder sowas in der Art. Ich, mir fällt auch gerade ein, ich muss eigentlich die UV-Lampe mal mitnehmen. So. Ach, guck mal, da kann man direkt alles sehen, ey. Buch. Eigentlich mal ein Orb, wenn ich das richtig sehe. Wie viel Zeit haben wir noch? 17 Sekunden. Ich hab doch einen Raum unter 10 Grad Celsius gefunden, das war doch da. Ehrlich, ey. Ist kälter geworden, 3 Grad gerade eben. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Boah. Alter Schwede. Direkt vor mir, ey. Aber was ist das für einer? Hä? EMF? EMF-Gerät, das EMF-Gerät, wo ist das? Oh, er hat ins Buch. Er hat ins Buch gemalert. Er ist Maler von Beruf. Und er hat eine Tür angefasst. Das erfreut mich. Das erfreut mir. Nehmen wir das EMF mal mit rein, ne? Diesmal brauchen wir es wahrscheinlich. Er hat gesprochen. Er ist alt. Obwohl ich gar nichts gesagt habe. EMF. Direkt ein Level 3er, ey. Ich gehe mal eben gucken, ob jetzt Geisterorbs da sind, weil dann haben wir nämlich alle drei Sachen. Kein Geisterorb da. Wir haben aber auf jeden Fall schon mal Geisterbox und Geisterbuch und die Kombination ergibt einen von den dreien. Spirit Demon Oni, EMF Level 5, Fingerabdrücke und EMF Level 5, Fingerabdrücke und Orbs. Jetzt habe ich meine Kamera weggeworfen. Ja, da hat man eben die Autoalarmanlage angemacht. Man soll jetzt gleich reingehen, haltet euch die Ohren zu. Es wird laut. Da ich muss noch das Buch fotografieren und ich muss dann noch mit Räucherstäbchen rein.
anscheinend nicht. Erstmal einen auf den hier. Ich mag das. Hört hier, warum nehmen wir nicht einfach den Schlüssel mit? Dann hört das Hupen auf. Vor allem BMW-Schlüssel und Audi, wisst ihr? Das ist mega. Schon weg. Selbe Bild wie vorhin. Zwei optionale, eine Haupt. Fingerabdrücke, wir hatten ein Spirit. Tja. Das funktioniert eh nicht hier. Ich gucke immer von da hinten, ihr achtet da wahrscheinlich gar nicht drauf. Hier, Ziel 3 und Ziel 4. Den Namen habe ich nie gesagt, nicht einmal. Charles Martin, wer ist das? Kenne ich nicht. Ja, Wasser in einem Waschbecken. Hat alles geklappt. Und das alles kurz bevor er ausgerastet ist. Dann mal abfahren. Aber auch alles, ne? Zum Geist, Knochen. Besser geht's doch nicht. Welcome back. Ein Spirit gewesen. Und $70 dafür auf Anfänger. Und schon wieder eine Versicherung. Wahrscheinlich, weil ich meine Items drinnen liegen lasse. Das kann sein. Aber, wisst ihr Bescheid, ne? Waren zwei coole Runden. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme auch gut gelungen ist. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.